Als ich damals begonnen hatte, den Griffbrett Guide zu entwickeln, sollte es schon neben den neuen Tönen, neben Übungen und ein bisschen Theorie natürlich auch ganz stark um die Musik gehen. Es sollten kleine Miniaturen entstehen, musikalisch irgendwo zwischen Pop, Latin und Klassik, eben mit coolen Play-Alongs, die einfach zum Üben motivieren sollten. Es sollte einfach Spaß machen und das vor allem auch durch diese Musik. Und nun hat sich mittlerweile dieser jetzt 15-teilige Online-Kurs nicht nur wegen der Musik zu meinem Bestseller entwickelt. In meinem neuen 10-teiligen Videokurs, der ultimative Griffbrett-Guide, endlich Noten und Griffbrett verstehen, möchte ich dir zeigen, dass Notenlernen kein Hexenwerk ist. Ich zeige dir Schritt für Schritt zuerst die Töne in der ersten Lage auf jeder Seite. Danach arbeiten wir uns in jedem Kapitel langsam nach oben, bauen Vorzeichen ein, gehen über das zweistimmige Spiel immer weiter, bis wir, und das ist mein Ziel mit dir, ein gutes Noten- und Griffbrettverständnis bis in höhere Lagen haben. Dazu erhältst du jeden Monat ein interaktives PDF, in dem alle Links, zum Beispiel zum Video des Kapitels, zu den Audios und so weiter, direkt verlinkt sind. Es gibt Play-Alongs, Aufgaben sowie Übungen zu jedem Gebiet. In jedem Kapitel lernst du ein neues Stück, das meistens mit Play-Alongs kommt, damit das Üben noch mehr Spaß macht. Und alle 2 Wochen bekommst du eine zusätzliche Aufgabe von mir geschickt, um das Gelernte noch zu wiederholen und weiter zu vertiefen. Ja, der Kurs läuft jetzt seit ein paar Monaten und ich habe einfach mal ein paar Teilnehmer nach ihren Meinungen über den Griffbrett-Guide befragt. Also ich hatte immer ein bisschen Angst vorm Notenlernen, aber mit dem Griffbrett-Guide komme ich sehr gut voran. Silvio erklärt in einem Video immer wieder die einzelnen Schritte. Es gibt umfangreiches Material dazu. Also ich bin total begeistert von dem Kurs. Die Interaktivität, die Übungen, aber vor allem die Stücke und die Melodien zusammen mit den Play-Alongs, das macht total viel Spaß und motiviert mich zum Üben. Das Spielen nach Noten war für mich nie wirklich eine Freude und jetzt mit diesem Lehrmittel bekomme ich das Ganze so richtig gut vermittelt. Ich kann sagen, ich bekomme das Griffbrett in den Griff. Ich benutze den Griffbrett-Guide selbst als Lehrer mit Schülern im Unterricht und funktioniert gut. Und zwar vor allem für Schüler, die eigentlich Noten können, aber doch nicht so richtig oder wo die so ein bisschen wieder verschüttet sind. Und ganz nebenbei lernt man dann auch noch Tonleitern, zum Beispiel G. Ich kann meine Fortschritte erkennen, ich fühle mich viel, viel sicherer auf meinem Griffbrett und ich setze alles viel schneller um. Das machen wir nochmal. Schnitt. Die Soundbeispiele, wo man mitspielen kann, das macht mir richtig Freude. Es ist das erste Mal, wo ich das Gefühl habe, es ist nicht ein Müssen oder ein Zwang irgendwie, sondern es ist ein Wollen und eine Freude. Jetzt merke ich, ich bin gar nicht rasiert. Oder andere. So, also jetzt nach dem 5. Teil merke ich deutliche Fortschritte bei meinen Schülern. Und ich denke, das ist besonders dadurch bedingt, dass es diese sehr gut klingenden Abschlussstücke zu jedem Kapitel gibt, die einfach Lust drauf machen, die zu spielen. Das Tolle an der Geschichte, und deswegen würde ich den Kurs auch unbedingt weiterempfehlen, ist, dass man das ja übertragen kann. Was auf
der Gitarre geht, geht natürlich auch auf der G-Dur, geht hier genauso, wenn ich weiß, wo es ist. Oh. Danke, Silvio. Also ihr seht, es lohnt sich und macht Spaß und die Erfolge sind unübersehbar, bei den meisten zumindest. Aber das Wichtigste überlasse ich immer noch euch. Üben muss man es am Ende dann doch alleine. Genau. Und damit wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit. Euer Silvio.